Oh Gott! Lass mich in Ruhe! Einen wunderschönen guten Tag und hallo, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Und wir spielen heute Raptus in the Kitchen. Ja, das ist, glaube ich, von dem gleichen Macher wie T-Rex Breakout, was wir ja schon gemeinsam gespielt haben hier auf meinem Kanal. Hat ja mega Laune gemacht. Deswegen dachte ich mir, können wir nochmal zusammen einen weiteren Teil von dem gleichen Macher uns anschauen. Und falls ihr das Ganze auch mal spielen möchtet, ich habe natürlich wieder unten den Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr es kostenlos runterladen und auch mal selber ausprobieren. Und ich würde sagen, wir reden jetzt hier gar nicht lang um den heißen Brei und fangen einfach jetzt direkt an und schauen uns das Ganze mal an. Und, anscheinend müssen wir hier noch was auswählen. Coming soon. Oh, da soll wohl noch ein weiterer Teil kommen. Sieht aus wie Raptors in the Jungle oder sowas. WASD zum Bewegen, Left Shift zum Rennen und Mouse Scroll zum, ja, Kriechen, Bücken. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ihr kennt ja alle diese Szene aus dem Jurassic Park Film sicherlich, wo der Raptor in die Küche kommt und so weiter und sich dann die Kinder in den Schränken und so verstecken. Vielleicht sollten wir uns das auch zunutze machen. Aber wir schauen erstmal. Es geht jetzt auf jeden Fall los. Und wir schauen uns erstmal um. Ui, die Mouse Sensitivity ist nicht ohne, aber das geht schon. Gehen wir mal einfach zur Tür erstmal. Oh, vielleicht sollten wir da nicht hingehen. Okay, Leute. Da sollte gleich der Raptor durchkommen. Wir verstecken uns erstmal. Und bücken. Wir hoffen nur, dass er uns nicht sieht. Scheint mir fast so, als wenn er da jetzt... Ja, er bedient jetzt die Türklinke und kommt hinein. Schaut uns an. Ich hoffe, er sieht uns nicht. Und dann können wir uns rausschleichen. Auf dem Wege. Oh nein. Oh Gott. Okay, der hat ja mal kurz einen Prozess mit uns gemacht. Ich wollte gerade sagen, auf dem Wege, wo er reingekommen ist, ist, denke ich, ein guter Fluchtweg. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall beim zweiten Mal ausprobieren. Wir sind wieder in der Küche. Ja, das Ganze startet von vorne. Vielleicht sollten wir uns diesmal etwas klüger schon direkt ein Versteck suchen. Wir wissen ja, dass der Raptor, der durch die Tür kommt, vielleicht hier unten in die Schränke? Bringt das was? Wir können uns auf jeden Fall hier verstecken. Okay. Vielleicht können wir auch eben hier unten drunter gucken. Wir können die Füße beobachten und vielleicht, wenn er gleich nach rechts läuft, können wir uns links vorbeischleichen und dann durch die Tür raus, wo er reingekommen ist. Oh Gott, die Tür öffnet sich. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Der Raptor kommt hinein. Ja. Wo läuft er lang? Das hört sich gar nicht gut an. Er bleibt auf jeden Fall erstmal stehen. Der klappert mit seinen Klauen. Das ist... Klingt wirklich bedrohlich. Oh nein, er ist stehen geblieben. Er ist über den Schrank gesprungen. Bitte, Leute. Wir müssen uns beeilen. Gott. Lauf, 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 renn. Nein, ich kann hier nicht rein. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Nein, ich häng fest. Das scheint kein Ausweg zu sein. Oder hat man noch das Blut gesehen an seinen Zähnen von mir? Eieieiei. Also die Geräuschkulisse ist schon wieder, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Raptorengeräusche. Das ist schon angsteinflößend. Mamma mia. Ich muss mir gleich mal überlegen. Vielleicht sollten wir gleich mal die andere Tür ausprobieren. Wir starten auf jeden Fall jetzt Runde 3 einfach direkt und dann gucken wir mal. So, wir sind wieder hier. Jetzt mal direkt Richtung andere Exit-Tür. Ich hoffe, hier gibt es überhaupt einen Ausweg, weil bei T-Rex Breakout gibt es ja gar keinen Ausweg. Nein. Pff. Geht nicht auf. Okay. Dann ist jetzt die Frage. Gibt es hier einen anderen Ausweg? Mir fällt jetzt so spontan keiner ein. Ich werde es auf jeden Fall nochmal probieren, mich mal dahin zu schleichen zu der Tür. Ohne, dass er mich überhaupt sieht. Ich hoffe, er bemerkt mich jetzt hier nicht.
Oh Gott. Er hat mich gesehen. So ein Mist. Das hat auch nicht funktioniert. Also vielleicht sollten wir uns das nochmal genauer angucken, die Tür, wo er herkommt. Das sah zumindest jetzt beim ersten Mal nicht so aus, als wenn man da raus kann. Aber ich gucke mir das Ganze auf jeden Fall nochmal an. Ich habe auch nochmal eine gute Idee. Das probieren wir jetzt sofort aus. Und zwar den Klassiker. Und jetzt erstmal durchs Fenster. Hallo. Hallo. Da, guck mal, da wartet er schon. Oh Gott. Hallo. Wie geht's? Bin ich hier? Oha. Er schnauft hier schon durch die Scheibe durch. Die Klinke geht runter. Versteck mich hinter der Tür. Eigentlich müsste er wissen, dass ich hier bin. Ich habe ihn ja gerade ein bisschen geärgert. Oh Gott. Jetzt kommt er rein. Gut anhalten. Ganz ruhig, lieber Raptor. Ich hab dir nichts getan. Geh einfach mit deinen Klauen. Dein Weg. Lass mich in Ruhe. Kommt hier nicht durch, Leute. Kommt hier nicht rein. Habt ihr uns gesehen? Oh Gott! Ja, er hat uns gesehen. Junge, Junge, Junge. Ja, was fällt mir sonst noch ein? Vielleicht muss man sich so ein gutes Versteck suchen, dass wir hier, dass der Raptor wieder verschwindet nach einer Zeit. Wir schauen mal, ob wir hier ein gutes Versteck finden. Vielleicht in einen der Schränke. Kann man die vielleicht zumachen oder sowas? Geh mal hier in den Schrank rein. Ich hoffe jetzt, er findet uns nicht. Vielleicht verschwindet er dann durch die andere Tür hier, die linke Tür, die wir gerade noch sehen können. Und dann können wir ihm vielleicht folgen oder so. Kann natürlich auch gut sein, dass es hier wieder gar keinen Ausweg gibt. Das war ja beim T-Rex Breakout Game auch so. Aber wir werden natürlich alles ausprobieren, was uns in der Macht steht, um das Ganze hier zu überleben und hier einen Ausweg zu finden. Das wäre auf jeden Fall nice. Da schreit er wieder nach seinen Artgenossen. Ich hoffe jetzt, er bemerkt mich hier nicht. Oh oh. Das war kein gutes Versteck, Leute. Das war ganz und gar kein gutes Versteck. Wir probieren es nochmal. Ah, Mist. Wo könnte ich denn hingehen? Gibt es hier vielleicht einen besseren Schrank oder so? Die sind alle so blöd. Beobachte auf jeden Fall mal nochmal die Füße. Versuch da mal mit den Schränken zu arbeiten, indem ich da durchhusche oder so. Ja, jetzt komm schon rein. Da öffnet sich die Tür. Kommt der ganz allein. Ich krieg mal hier rein. Ich habe halt die Überlegung, wenn man lange genug überlebt, dass der Raptor dann durch die andere Tür rausgeht vielleicht. Ich glaube, er hat mich schon gesehen. Ja, er hat mich gesehen. Er ist auf dem Tisch. Und ich bin auf der anderen Seite. Oh Gott. Okay, ich bin nicht mehr da, Raptor. Oder hat er mich gar nicht bemerkt? Ich weiß es nicht. Wo ist er? Da. Man sieht seinen Schwanz. Er kommt. Okay, er geht weiter. Der hatte mich gar nicht bemerkt. Das ist sehr gut. Scheint kein schlechtes Versteck zu sein. Gott. Da ist er. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bin ich hier?
Nein, 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 nein. Da ist er. Dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren, das ist ganz wichtig. Er ist jetzt auf dem Tisch, das ist gar nicht gut. Wir können auch ein bisschen auf die Spiegelung achten bei den Töpfen. Keine Ahnung, wo er ist. Dieser fiese Raptor. Okay, da vorne. Ich habe ihn ganz kurz gesehen. Er springt da von Tisch zu Tisch. Sucht mich. Aber scheint mich nicht zu finden. Das ist echt gut. Versteck scheint zu funktionieren. Oh. Ein bisschen rüber. Oh Gott. Wieder rüber. Tricksen hier gerade schön aus. Was ist er denn jetzt? Da ist er. Alles easy. Geh einfach durch die andere Tür wieder raus und ich folge dir dann unauffällig. Mein lieber Raptor. Tu's für uns. Oh Gott. Er hat genau gegenüber reingeguckt, unter den Schrank. Oh. Es ist über uns und schreit nach Artgenossen oder sowas. Oh nein, er ist schon hier. Habt ihr es gesehen? Gott. Hier, da ist er. Ich glaube, er geht jetzt zur Tür. Vielleicht hatte ich recht mit meiner Theorie. Das wäre auf jeden Fall nice. Hier ist noch ein zweiter. Oder? Leute. Ich glaube, hier sind jetzt zwei Raptoren. Hier sind zwei Raptoren! Die andere Tür scheint jetzt wirklich offen zu sein, Leute. Müssen wir nur irgendwie hier rauskommen. Oh Gott! Das war ja was. Ja, Leute, ich denke, dass es für das Ganze aber keinen Ausweg gibt. Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, wie gesagt, das Ganze ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dürft ihr gerne mal vorbeischauen, euch runterladen, wenn ihr Bock drauf habt. Und vielleicht mal selber ausprobieren. Vielleicht schafft ihr es ja sogar irgendwie zu entkommen. Ich habe jetzt mein Bestes gegeben. Und ich bin sehr gespannt, ob hier wirklich dann noch eine Fortsetzung oder ein anderer Teil kommt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Wäre auch mal gut, wenn es wirklich Auswege und sowas geben würde. Ist sehr, sehr schade, dass die immer nur so diese Szene an sich nachstellen, aber es eigentlich gar keinen richtigen Lösungsweg gibt. Aber es macht schon Spaß, diese Szenen aus Jurassic Park einfach mal ein bisschen nachzuspielen. Und diese Atmosphäre, das Feeling, war schon cool. Und ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und kostenlos die Glocke aktivieren. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.